Ja, weil in erster Linie die Gespräche mit den Verantwortlichen sehr gut waren und wir direkt auf einem Nenner waren und die gleiche Vorstellung vom Fußball haben. Und daher habe ich mich für den VfL entschieden. Ich denke, das ist ein ambitionierter Club, der noch was erreichen möchte, wo ich mich auch sehe, und um einfach den nächsten Schritt zu gehen. Und ich glaube, dass auch gerade mit dem Stadion hier, wenn wieder Fans rein dürfen, dass es sehr gut passen kann. Ja, gut, ich glaube, gerade hier war es sehr schwer für uns. Das war ja der erste Spieltag und da hat man direkt gemerkt, was für eine Atmosphäre hier entstehen kann und welche Leidenschaft die Fans halt auch mitbringen und dass sich dann auf die Mannschaft auch überträgt. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich auch sehr mag und was gut zu mir passt, auch vom Spieltyp her. Und das hat sicherlich auch mit dazu beigetragen. Aber in erster Linie, wie gesagt, dass wir dieselbe Vorstellung vom Fußball haben, dass wir noch nicht zu Ende in unserer Entwicklung sind, der Verein nicht und ich nicht, und dass wir gemeinsam den nächsten Schritt gehen. Ist mal ein bisschen schwer von sich selbst das zu sagen, aber ich denke, dass ich ein sehr dynamischer, schneller Spieler bin, der gerne ins Risiko geht, der gerne ins 1 gegen 1 geht. Und ja, dafür werde ich versuchen, die Mannschaft und die Fans mitzureißen. Ja, Eule, wie er genannt wird, hat nur Gutes erzählt. Wir hatten kurz Kontakt. Aber es ist nicht der Einzige, den ich kenne. Ich kenne den Koka Engel aus Ingolstadt-Zeiten, Sven Köhler aus Schalker-Zeiten noch. Also von daher denke ich, dass mir hier sehr leicht gemacht wird. Und ich habe auch schon gehört, dass die Mannschaft umgänglich ist. Und so soll es ja auch sein. Und von daher denke ich, dass es nie verkehrt ist, wenn man schon jemanden kennt und dass mir das den Einstieg noch leichter machen wird. Ja, durch die Relegation hatten wir sicherlich ein bisschen weniger Pause. Aber ich habe es genutzt, die Zeit, die ich hatte zu Hause, bei meiner Familie. Und ja, gerade wenn man eine neue Aufgabe hat, wenn man weiß, es geht zum neuen Verein, dann hat man wahrscheinlich doppelt so viel Kraft und ist doppelt motiviert. Und deswegen freue ich mich einfach sehr auf die Zeit. Und den Urlaub kann ich irgendwann dann mal nachholen. Aber jetzt freue ich mich einfach, dass es losgeht, dass ich hier bin und dass ich meine Leistung bringen kann. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt hier sitzen kann, dass ich die Chance bekommen habe, und ich bin sehr dankbar an alle Beteiligten, dass sie das hier für mich ermöglicht haben. Ja, ich war damals als Kind, war ich oft hier im Stadion. Jetzt zuletzt hatte ich eher weniger Zeit, weil ich selber natürlich viel gespielt habe. Aber ich habe auch ein paar Verrückte in der Heimat, die hier, als es noch möglich war, viel zugeguckt haben und die mir das wärmstens empfohlen haben. Ich hatte jetzt eine etwas längere Pause, weil wir von der U23 in Werder Bremen gar keine Spiele mehr hatten. Hab dann bei den Profis mittrainiert bis zuletzt und ja, hat jetzt lange keinen Wettkampf mehr, aber freue mich, wenn es jetzt wieder losgeht. Also es ist auf jeden Fall kein Nachteil. Man findet vielleicht etwas schneller rein, weil man dann schon einen oder anderen Kontakt hat, mit dem man redet. Aber sonst, komm, ich glaube, mit den anderen werde ich auch ganz gut klarkommen. Also ein, zwei kenne ich noch von woanders. Ich glaube, auf der einen Seite ist es meine Statur, also mein Körper, den einzusetzen vorne drin. Und sonst auf der anderen Seite denke ich, dass ich ein relativ schneller Spieler bin, den man gut ins Umschaltspiel einbinden kann.